Oh. Oh. Hoppala. Leyndell, königliche Hauptstadt. Man kann wohl Bosse verdoppeln, die man auch schon verbraucht hat. Echt? Boah. Wie war die Aussage? Wir sollen uns davon fernhalten. Ist das ein Lebewesen vor uns? Lebt dieser Drache noch? Also effektiv gesehen. Ich weiß, dass er gerade versteinert aussieht, aber es war eine effektive Frage. Das Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Abgesehen von dem Boss ist hier nicht viel. Das ist mehr so der Teaser, oder? Das ist mehr so Teaser für die Hauptstadt. Du kannst hier nicht weg, du kannst es hier nur angucken. Apropos, wir setzen uns nochmal dahin. Story skippen. Also die Sorge hatte ich tatsächlich nicht. Ich glaube, die Macher sind gut genug, dass du effektiv nicht so einen großen Skip machen kannst. Rumpel, rumpel, rumpel. Ne, ich komme nie im Leben. Oder doch? Kacke. Wieso war mir klar, dass der sowas macht? Eieiei. Eieiei. Willst du eine Pizza? Yes! In the chest! Push it! Push it to the limit! Yes! Yes! Drecksack! Der kann übrigens runterfallen. Hat mir durch Erkunden schon eine Questreihe kaputt gemacht. Das Beste ist, dadurch reden die beiden NPCs von Dingen, die noch nicht passiert sind. Wie geil ist das denn? Okay, also der ist jetzt weg, hat aber nichts hinterlassen. Volle Wurst. Ja, da geht's runter, ne?
Gesegneter Tautalisman. Regeneriert langsam LP. Wie finden wir langsam? Okay, das ist wirklich langsam, aber okay. Besser als nicht. Ja, okay, das ist wieder so ein Portal, ne? Hallo? War eine Handballiste drin, wodurch du geportet wurdest? Okay. Ja, es gibt Stargates in Elden Ring. Du hast es erfasst, Icarus. So, das heißt, eigentlich hier war jetzt auch nichts mehr. Hier muss doch noch irgendwo ein, wie heißt das sein? Ein Bonfire. Es ist, heißt ja nicht mal Bonfire, aber Bonfire fällt einem viel einfacher ein. Deswegen Elden Ring wegen Stargate. Das hätte auch in die Hose gehen können. Nein. Das ist doch der komische Boss. Da gehe ich später hin. Und später definiere ich selber. Ja, das ist doch der, nee, war das nicht der? Hier in dem Gefängnis ist doch der, der auch in der Burg auftaucht. Wenn das nicht der ist, dann habe ich den gemacht. Am Bonfire vorbei? Da ist erstmal was Goldenes. Das nehmen wir mit. An der Klippe halten. Person, die sie nachempfunden ist. Ganz ehrlich, Icarus, die Statue da oben drauf erinnert mich an die Hexe, die den Geheimgang bei Harry Potter beschützt hat, um nach Hogsmeade zu kommen. An die erinnert mich das. Da ist eins. Danke, Axoim. Zack.
Unliebsame Fahrgäste. Gibt es eine Geschichte zu? Okay, bei allen im Taxiunternehmen, dann kommt die, dann ist sie häufiger Fahrgast. Leuchtet die weiter? Die leuchtet weiter. Open the door! Katakomben des Gräberwalds. Eine ältere Dame, gut betucht, aber total creepy. Hatte vorgestern eine Stunde lang das Vergnügen mit ihr und sie gut kennengelernt. Dadurch habe ich gemerkt, dass sie gar nicht so schlimm ist, wie alle nachsagen denken. Die manchmal wirken Menschen auch einfach nur so, ne? Okay, die können aber auch nicht bluten, glaube ich. Handbuch des nomadischen Krieges. Gas! Menschenknochensplitter. Schön, schön. Sie wird wohl eher dank ihren Umständen sehr unzufrieden sein. Ja, aber es ist halt, ne? Alt werden ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr angenehm, ne? Überhaupt nicht mehr. Weil du dann eigentlich nur mit Wehwehchen zu kämpfen hast und mit Problemen. Von einem Gerät versperrt. Kannst du bitte anvisieren? Danke. Zack. Keine Geisterwand. Es sieht keine Kerze an, ist außer die eine. Okay, was haben wir jetzt hier? Mann, 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 Mann. Okay, also. Ein sehr langsamer Angriff. Sehr langsam. Hier was? Außer Lilien. Die Geräusche sind nicht gut. Drecksack!
Cool. Feuer ist schneller als ich. Oh Mann! Alle Kerker schauen gleich aus. Naja, alle Kerker sind halt aus Naturstein gebaut, ne? Hallo? Ja. Einfach mal die Grabkisten aufkloppen. Slom. Aber das war doch nicht alles, oder? Ne, hier geht's noch weiter. Das ist ein Hebel, der macht wahrscheinlich die Tür auf. Wäre jetzt meine grobe Vermutung. Die Tür war oben, ne? Rennen wir nochmal hoch. Ja. Bevor wir da reingehen, geben wir aber einmal unsere Flaschen auffüllen. Zehntausendachthundert. Ja. Ich habe irgendwie gehofft, dass das mehr sind. Das reicht nicht. Geben die 65. Immer kleine Fläschchen auf die Brust schlagen. Ja. Ist alles Parfüm. Ist alles Hugo Boss. Damit hier bloß jeder weiß, dass wir der Boss sind. Items liegen lasse. Ich bin noch gar nicht weggelaufen.
Tod. Entschuldigung. Möchte deinen inneren Monk nicht zerstören. Ja. Und wupp, wupp. Einmal aufnehmen. Kaputt machen. Wer den Loot nicht ehrt, ist den Legendary nicht wert. Wow! Habe ich noch nie gehört, den Satz, aber der passt gut. Es fehlt immer noch was bis 300. Meine Güte. Ich glaube, noch einen Gegner und wir haben es. War noch ein Skelett. Hier waren zwei. So viel weiß ich noch. Das war mal ein Sprung. Du bist halb in der Wand, mein Freund. Okay. So, das hätten wir da lang. Und jetzt gehen wir leveln. Musst du einmal umlegen. Habe ich gehofft tatsächlich. Weil das wäre jetzt noch lustig gewesen, wenn man die, wenn man diesen Dungeon hier zurücksetzt, komplett zurücksetzt. Wenn man einmal ans, hier ans Bonfire zurückgeht. Na, ob hier ein Boss hinter ist, ich weiß ja nicht. Friedhofsschemen. Ist er einfach weg. Puff. Ah. Finger versuchen, aber Loch. Ah. Das ist dieser, das ist der gleiche Baum, wo auch unser Magier oben dran hing, glaube ich.
Hier ist wieder dieser Penüppel. Also alle Bosse hier haben einen Penüppel. Guckt euch um schweren... Wirst schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Süden. Hast den Boss nicht gesehen? Es tut mir leid. Das war ein komplett schwarzer Schattengegner mit zwei Klingen, die unheimlich viel Blutungsschaden machen und ziemlich schnell waren. Ja. Hi. Greenpeace. Lass mich raten, du bist ein Gegner. Ja. Ach, komm schon. Ich war wieder mitten im Angriff und da kann man echt nicht ausweichen. Lass mich echt. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen. Die Dinger schießen doch hoffentlich, oder? Okay, sprinten reicht nicht. Woo! Woo, 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 woo. Ich würde mal den Skill vorschlagen. Der macht nochmal mehr Schaden als normale Angriffe. Ja und nein. Meine zweite Waffe. Opale Blasenträne. Purpurroter Bruchkristallträne. Meine zweite Waffe hier, die macht deutlich mehr Blutung. Und mit dem Skill greift er nur mit der normalen, also mit der rechten Waffe an. Also so eine gesunde Mischung ist immer ganz gut. Und ich möchte den Skill auch nicht überabusen. Dann behauptet man nachher, ich benutze nur den Skill die ganze Zeit. Möchte ich auch nicht. Muss man hier sonst noch was machen? Ich abuse OP-Bleeding. Weißt du, wenn ich das höre, Marty, wenn ich das lese. Ich habe schon eine langsame Waffe. Jetzt stell dir vor, ich hätte auch noch eine schnelle Waffe und Bleeding. Dann würde ich ja alles fressen. Hättet ihr mir erlaubt, Faustwaffen zu benutzen, würde ich jetzt zwei Klingen nehmen und hier alles einfach dem Erdboden gleich machen. Mit deinem Papier-Mage. Ich glaube, also es gibt ja schon echt interessante Magie, die man hier anwenden kann. Ich glaube, da gibt es schon geile Sachen. Die Drachenfist mal in Action sehen. Du meinst die von dem ersten Boss? Meinst du die Drachenfist? Ach so. Das ist jetzt wie das Blitzgebiet. Das ist so ein... Wie soll man sagen?
Ressourcen-Hotspot. Martin, was kostet was kostet denn das Duplizieren von den Boss-Dingern? Kostet das was oder ist das einfach One-Time-Use, aber kostenlos? Ich glaube kostenlos. Kostenlost. Schön, die singt. Das singt. Vampir. Vampir tot. Scheibe Fleisch. Kids. Guckt euch diese alte Frau an. Nicht lecker. Das Skills der Waffe lässt sich vielen erhoffen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Du ziehst das noch nicht in Erwägung. Was? Die Faustwaffe? Na, sagen wir mal so. Wir können die Faustwaffe uns geben lassen. Weil das andere ist eine Doppelaxt. Die reizt mich jetzt nicht so. Das Dupen. Das ist doch nicht Dupen. Das ist ja eine Fähigkeit. Ihr spielt. Ist ja nicht Dupen. Nur von Maika. Oh, Deutschland macht die Scheibe Fleisch. Das ist ja ein Feature, das kannst du ja nutzen. Dafür ist es ja da. Stimmt eine Textnachricht. Da müssen wir jetzt gleich hin. Verpasse ich hier oben noch irgendwas anderes? Weil es sieht für mich jetzt so ein bisschen aus, als ob hier quasi nur das war. Und nichts anderes. Ach, könnt ihr es glauben? Ich hab vorhin die letzten Jedi Knight Folgen für YouTube durchgeplant. Das heißt, nächste Woche kommen die letzten Jedi Knight Folgen auf YouTube. Gut, das heißt, das hätten wir. Hier runter sind wir noch nicht gegangen. Das ist ja die Quest quasi. Vor welcher Burg meinst du, Akutenshi? Meinst du die hier oben? Hier? Oder hier? Das Gebiet, in dem du bist. Das heißt hier. Wo auch der NPC sein soll, den du meintest. Die saß ja, glaube ich, auf dem Weg nach oben da. Play it again.
Purpurmedaillon. Apropos Purpurmedaillon, ich kann immer noch meine Flaschen verbessern. Flaschen. Wir brauchen jetzt drei. Wir haben keine Tränen, oder? Nein. Was haben wir denn? Kurzer Glaubensschub, verbessert aufgeladene Angriffe. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Ja. Wir nehmen das mal als Buffflasche. Kann man eigentlich die zerborsten, kann man diese Sonderflasche irgendwie noch erhöhen? Dass man davon mehr hat? Also, okay, Akutenshi. Wo soll dein Zeichen sein? Schreib es am besten nochmal rein, dann. Dann kann ich mich da nicht vertun. Gen Süden, Junge. Auch nix Süd. Alles klar, da war ich da noch nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil hier hinter war ich noch nicht. Also nicht weit zumindest. Woo! Run. Komplett vergessen, dass dies hier ausrastet. Das muss man bestimmt kaputt machen, oder? Ich würde gerne die Karte wieder angucken. Okay, was haben wir denn hier? Wir gehen einmal darauf. Einmal hier hinter und dann schauen wir nochmal neu nach. Keine Items. Keine Items. Na, was haben wir denn da? Feines. Hallo, mein Freund. Giftnebel. So, haben wir hier einen Eingang in eine Höhle. Mal, das war okay. Bauch. Hier sind viele Federmäuschen. Textmarke ist direkt unter dem Torbogen der Burg links von der Soldatenleiche. Das bedeutet aber auch, ich muss erstmal in die Burg rein.
Ja, ob das ein guter Angriff ist oder ob das ein guter Angriff ist. Okay, was haben wir hier oben? Nichts. Nichts, nichts, nichts. So. Dass der einen einfach nicht auf die Karte gucken lässt. Jetzt aber. Dann gehen wir dahinter. Dann müssen wir uns wahrscheinlich eh zur Burg durchkämpfen. Wäre jetzt meine Vermutung. Nee, das weiß ich. Woran das liegt, weiß ich. Also dieser Gift, das sieht aus wie Giftnebel oder so. Ich glaube nicht, dass ich da reingehen sollte. Ja. Okay, hier gibt es vielleicht später noch was anderes, also irgendwas, was man machen muss. Schon wieder Leute, die auf Stühlen sitzen. Den Angriff habe ich noch nicht gesehen. Ah! Man muss auch die richtige Seite nutzen zum Angreifen. Dunkelschmiedestein. Adernblatt. Sehr gut. Du weißt gar nicht, wie schön ich diese Nachricht finde. Was zum Kuckuck war das? Mag es jetzt makaber klingen, aber ich finde es schön zu wissen, dass du auch Dinge verpasst hast. Hier ist auch wieder so eine Klinge. Da kommt noch was. Okay, dann rennen wir mal zum Riesen. Zum Riesen mit dem Monsterbogen. Mal gucken, ob wir den gefällt bekommen.
Kaboom. Großpfeil. So, jetzt schauen wir uns noch die rechte Seite an. Aber hier ist deutlich weniger los. Über die Gekreuzigten. Versteckt sich hier was hinter der Mauer? Nope. Keine Geheimnisse. Das sind was? Zwei Fingergefingerte? Was? Ich hoffe aber, wenn nicht von den großen Fingern, die wir da gesehen haben. Weil die würden dich vernichten. Das hat er, da hast du dann... Da hast du danach gar keine Probleme mehr, weil du einfach tot bist. So. Damit kriegen wir auch eine Flasche mehr. Who the heck are you? Also du bist ja kein... Was, das ist doch kein Vogel, Leute! Was ist das? Ist ja auch ein Todesvogel. Oh, Kacke! Ich hab mich verklickt und dann nochmal verklickt und dann war wieder alles vorbei hier. Genau wie bei den fünf Riesen südlich von der Kriegsmeisterhütte. Opferpriester-Axt. Bitte, was? Okay, ist eine normale Axt. Wir nehmen mal ein paar Sonnenblumen mit. Also ganz offensichtlich sind hier Unmengen Gegner immer nur nachts da.
Oh, wegen Open World. Ja, das trotz allem. Trotz allem. Dann gehen wir mal in die Burg. Ist in der Burg schon der nächste große Boss oder ist das mehr oder weniger so ein Sidegebiet? Bevor wir da reingehen, aber will ich mal den Text auf dem Schwert da lesen. Das ist schon das zweite, was wir sehen. Die Belagerung von Schloss Morn. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderben. Ohne Kappa würde ich mal vermuten, dass du auch die Wahrheit sagst. Genau. Den Brief habe ich ja. Den Brief habe ich. Okay, ist deine Nachricht jetzt schon hier oder noch weiter drinne? Weil hier war irgendein blaues also hier war ein blaues Leuchten, aber ich konnte es nicht lesen. Da war also nichts zum Lesen. Hast du das richtig so, Eri Otter? Muss wohl online sein dafür. Das ist durchaus möglich. Das Leuchten war, dass du darfst hier nicht reiten. Ach so. Okay. Dann weiß ich nicht, Akutenshi. Das ist ein sehr interessanter Eingang zu der Burg. So sehr unköniglich, einfach durch einen Steintunnel hochgezogen zu werden. Packung voraus. Aha. Ich hätte mal eine Frage, Freunde. Verbrennt ihr da rein zufällig die Person, der ich den Brief geben soll? Könnten ja eigentlich mal ausprobieren. Ich habe aber nur eine Krallenwaffe. Und eine Faustwaffe. Aber für die habe ich nicht den Glauben, es zu nutzen. Die hat jetzt schon löst Blutverlust 60. Das klingt verdammt hoch. Verdammt hoch dafür.
Okay, hier ist nichts anderes. Diese verkackten Hunde! Na du! Ihr seid schon echt hässlich. Möchte ich euch nur mal so sagen. Ich weiß, da könnt ihr wahrscheinlich nichts für. Aber trotzdem. Zack. Warum habt ihr Echsenschwänze? Könnt ihr mir das erklären? Also. Bitte? Ich hoffe, der da oben war nicht wichtig. Euer Fett. Was auch sonst? Da oben sind wieder so hässliche Vögel. Da sitzt wieder einer von den Glocken. Töppel mit dem Topf auf der Bühne. So Michel aus Lönneberger Stil. So, was haben wir hier drin, ne? Claymore. Der Name ist geil, aber wir behalten erstmal unsere Freunde hier. Okay. Moment. Nee. Nee. Da ist nicht. Er hat schon sehr definierte Rückenmuskeln. Man sagen. Wäre doch eigentlich cool, wenn der Charakter sich optisch ein bisschen verändern würde, basierend auf den Fähigkeiten, die man so levelt. Ja, ich komme gleich vorbei. Leider interessiert die das hier überhaupt nicht, ob ich denen helfe oder nicht. Töten einfach alles. Umfliegermedizin. Da ist nichts. Stahldrahtfackel.
Aha. Die ist einfach mit Stahldraht umwickelt. Sonst ist sie aber nicht, ne? Nope. Andere Seite. Also es geht noch weiter hoch, das weiß ich, aber... Erst mal gucken. Das ist zu tief, da stirbt man, wenn man runterspringt. Okay, das ist die andere Seite. Schatztruhe voraus, ob ich das glauben kann. Drecksack. Wollt mich in Ruhe umgucken. Mann, was haben wir hier? Das scheint so ein bisschen, als ob wir dann außen rumgegangen sind. Gehen wir hier lang. Das ist wieder ein Kaminfeuer. Aha. Das ist ein Gnadepunkt. Hier kann man also auch runter und dann nach da. Hier gibt es auch eine Leiter. Viele, viele Wege führen nach Rom. Ist auch eine Leiter. Oben bleiben. Ich kann auch kurz hier lang gehen. Das Bonfire geht nicht zurück. Naja, das wäre ja nicht das größte Problem. Ich soll ja eh nochmal gucken, ob... Wegen Akutenshis Zeichen. Und Slump. Heidiga. Noch ein Schmiedestein. Also wenigstens geizen sie nicht mit Schmiedesteinen. Das freut mich schon mal tatsächlich. Da kommen wir her, das hatten wir eben gesehen. Das ist in der Seitengang, da ist dieser Glockenhaino. Okay, das ist also ein anderer Weg dann. Hm.
Na, aber nicht in die Burg kommt, das weiß ich nicht. Das würde ich so nicht unterstreichen. Und ich kann mich ja immer noch wieder hier hin porten und wieder dahin gehen. Das ist dann halt so. So, Akutenshis Zeichen. Wo hast du das denn hingesetzt? Chef? Ist es denn das Passwort, was du auch eingegeben hast? Dann weiß ich es nicht.